soll man Narzissten sagen, dass sie Narzissten sind? Willkommen zum heutigen Thema, Ladies and Gentlemen. Ich bin Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching. Jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch, aus dem ich mich selbst befreit habe. Und ich unterstütze gerne dich auf deinem Weg in deine persönliche Freiheit. Nun, wir kommen gleich zum Punkt. Sollst du einem Narzissten oder einer Narzisstin sagen, dass er oder sie Narzisst ist? Nein, 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 niemals. Bitte nicht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Für diejenigen, die jetzt noch die Details wissen wollen, warum das so ist, warum diese Empfehlung so klingt, wie sie klingt, gehen wir es mal an über deinen Prozess, das überhaupt kommunizieren zu wollen, deine Erwartung als Reaktion, sowie das, was du in der Realität leider entgegen deiner Erwartungen und Hoffnungen und Wünsche dann letztlich wirklich bekommst. Und am Ende ziehen wir unser Fazit. Nun gut, die Ausgangslage sei folgende. Du bist erwacht zur Realität. Du bist aus deiner ganz persönlichen Matrix, dem falschen Regelspiel, erwacht und siehst nun klar. Du siehst, was Narzissmus ist, wer diesen missbräuchlichen Einfluss auf dich hatte, wie viele es waren, wie intensiv es war. Und du willst es jetzt klarstellen. Du willst es im Prinzip mit Megafonen in die Welt hinausbrüllen, weil es mit so viel Befreiung, auch gerade emotionaler Befreiung und einem Loswerden von sehr viel Schmerz verbunden ist. Alles nachvollziehbar, denn du hattest einen langen Leidensweg hinter dir, viele Symptome, psychisch, emotional, körperlich, war alles da. Machst dir vielleicht auch noch viele Selbstvorwürfe für deine eigene Blindheit, deine Unkenntnis, dein Unwissen und dein teilweise auch Mitmachen in deinem Genießen des Lovebombings, deinem Emporgehobenwerden, dass dich jemand derart glorifiziert, und es fühlte sich für uns alle doch irgendwo auch so gut an. Nun, jetzt willst du ihn oder sie zur Rede stellen, entlarven, die toxische Zwiebel schälen und auf den Kern hinzeigen und hoffentlich in deinem Gegenüber endlich Reue, Akzeptanz und eine Entschuldigung vorfinden. So viel zur Ausgangslage. Meine Empfehlung ist, sag es ihm nicht, sag es ihr nicht. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich dein interner Trigger. Ja, aber Tobias, wenn, dann muss ich auch sagen, nein. Und wenn ich vielleicht dann doch, nein, auch dann nicht. Aber ich könnte doch, nein. Nein, du sagst es ihm nicht und du sagst es auch ihr nicht, was deine Erkenntnis über ihren und seinen Persönlichkeitsstil betrifft. Warum nicht? Warum sagst du es ihr nicht? Kurz gesagt, es bringt nichts und das hat mehrere Gründe. Was du willst, ist Klärung, Transparenz, eine Stellungnahme zur Wahrheit. Und du willst wahrscheinlich allen voran eine Entschuldigung. Nichts davon wirst du jemals von dieser Person bekommen. Das hat Gründe, warum du nicht bekommst, was du willst. Zum einen allein die Tatsache, dass du das Ansinnen hast, es ihm oder ihr zu kommunizieren, bevor ich auf die Gründe eingehe, für die Ineffektivität dieses Vorhabens. Allein die Tatsache, dass du jetzt hier bist und dieses Video guckst, trotz deines Erwachensprozesses, der schon möglicherweise weit fortgeschritten ist, zeigt, dass du noch nicht sattelfest im Thema bist. Ist okay. Dafür sind Aufklärungsthemen und Aufklärungsvideos wie dieses hier genau an diesem Punkt wichtig und für dich da. Sein oder ihr Narzissmus, um nun zu den Begründungen zu kommen, erlaubt es ihm nicht, ihr könnt fortan ihm, er mit ihr, sie austauschen, ganz egal, es ist mittlerweile eine Quote von 50-50 bei Narzissten und Narzisstinnen. Sein Narzissmus ermöglicht es ihm kategorisch nicht, das zu akzeptieren, was du ihm hier gerade wahrheitsgemäß vorwirfst und auf den Teller legst. Es ist aufgrund seines Narzissmus ihm nicht möglich, für ehrliche Klärung zu sorgen. Sein Narzissmus ermöglicht es ihm nicht,
ehrliche Stellung zu beziehen. Sein Narzissmus ermöglicht ihm nicht, sich zu entschuldigen. Und sein Narzissmus ermöglicht ihm nicht, Verantwortung zu übernehmen. Auch das, wenn wir an dieser Stelle noch tiefer graben, die nächste Schicht, die wir ausheben, auch diese benannten vier Gründe haben einen Grund darunter. Und dieser Grund heißt das falsche Selbst. Kurz abgeholt für diejenigen, denen dieser Begriff noch neu sein möge. Narzisst als Kind im Alter von 18 Monaten bis 36 Monaten schafft es nicht, sich von Mutter zu lösen, Mutter als anderes, andere und anderer zu erkennen. Dieser Prozess der sogenannten Separation Individuation, auf Deutsch vermutlich mit Separationsindividuation, der Individuumswerdung, der Erfahrung der Welt durch eigene Augen und nicht durch Mutter und nicht durch den Rest der Welt, gelingt nicht. Dieser Code, diese Codezeile, diese Veranlassung, sich zu lösen, wird wiederholt und wiederholt und wiederholt mit anderen Figuren im Laufe des Lebens, so zum Beispiel auch mit dir, ob du das möchtest oder nicht, ob du das in der Situation schon als solches begreifst oder nicht. Narzisst begreift es selbst auch nicht, er handelt nur danach, weil es das System, die Maschine so vorgibt. Dieses falsche Selbst ist eine Schöpfung eines Konstruktes, das alles ist, was das kleine Kind nicht ist. Das falsche Selbst ist der Verbündete, der Buddy zunächst, dass der in Komparativen und Superlativen schöner ist als das Kind selbst ist, besser, erfolgreicher, begabter, klüger, liebenswerter und. Und im Laufe der Zeit übernimmt dieses falsche Selbst, diese konstruierte Fassade, das Steuer. Und das bleibt bis ans Lebensende bei jeder dieser Personen genau so. Dieses kleine Kind im Hintergrund wird nicht älter. Das heißt, wir sind bei Narzissten auf geistig-emotionaler Ebene im Alter von 2 bis 3 Jahren, bei Hochfunktionalen 7, 8 oder 9 Jahre und nicht älter. Egal, wie viel Bartwuchs oder femininen Brustkorbumfang man denn hat. Es bleibt das kleine emotionale Kind auf genau diesem Niveau. Ungeachtet dessen, ob er oder sie mittlerweile Vater oder Mutter oder Großvater oder Großmutter geworden ist. Und dieses falsche Selbst kann nicht irren. Es ist ein konstruierter falscher Gott. Kann nicht irren, weiß alles, kann alles. Und jetzt kommst du her und sagst, du bist das eigentlich gar nicht. Du bist Narzisst. Du kannst keine Liebe empfinden, keine Liebe geben. Empathie ist dir ein Fremdwort. Du spürst es nicht. Du nutzt andere aus. Fühlst dich nur dann groß, indem du andere klein machst. Lügst, erfindest, gaslightest, manipulierst, weil du mit Ehrlichkeit, Authentizität und der Realität auf täglichem, minütlichem Kriegsfuß stehst. Und jetzt kommt das falsche Selbst und sagt dir, bist du dumm? Was ist denn mit dir los? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und jetzt kommt die lange Liste von Dingen, die du jetzt empfangen wirst von deinem Gegenüber, das du konfrontieren möchtest und ihm sagen möchtest, dass er Narzisst ist. Was bekommst du denn stattdessen? Wir hatten deine Wünsche abgedeckt, bisher im Verlauf des Videos, was du eigentlich möchtest. Was du bekommst, ist eine vollkommen andere Packung. Diese ist sehr reichhaltig und durch negativ, toxisch und schädlich. Du bekommst narzisstische Wut. Also, du bekommst narzisstische Wut ab von deinem Gegenüber. Da wirst du beleidigt, invalidiert, abgewertet. Möglicherweise steht auch physische Gefahr im Raum. Du bekommst Wortsalat. Es wird auf dieses Thema
Stell dir das so vor. Dein Vorbringen von du bist Narzisst ist wie ein Magnet, der bei deinem narzisstischen Gegenüber einen abstoßenden Gegenpol auslöst. Keine Anziehung, keine Verbindung finden zu dem Thema, das du vorgebracht hast. Man kann hier nicht Bezug drauf nehmen, was du gerade gesagt hast. Deswegen Wortsalat, andere Themen aufmachen. 100 andere, Verwirrung stiften bei dir ohne Ende. Gefüllt mit Scheinargumenten. Ja, aber was ist mit Whataboutismus? But what about? Aber was ist mit bei dir da? Und da bist du so. Und eigentlich bist du wie deine Mutter oder wie dein Vater. Und da, als du da vor 2 Jahren dies und jenes, und du weißt innerhalb von wenigen Minuten gar nicht mehr, worüber du eigentlich sprechen wolltest, denn es folgt ein Argumentationsmonolog mit Wut, mit Beleidigungen, mit Tränen, und zwar innerhalb von Sekunden wechselt dieser Stil, als würde auf einmal eine Vielzahl von Persönlichkeiten zu dir sprechen. Natürlich gibt es dann auch noch Darvo, D-A-R-V-O, Denial, das Abstreiten, ich bin kein Narzisst, Attack, der Angriff auf dich, dass du doch so vieles veranlasst, von dem er kann doch gar nicht anders. Wenn du so und so agierst, dann bleibt ihm doch nichts anderes übrig. RVO, Reversal von Victim und Oppressor, die Umkehr von Opfer und Täter. Denn er sei das Opfer, nicht du. Du seist der Täter, ganz klar. Und mit dieser Vielzahl an Emotionen, an Worten, an Themen und kleinen Feuerchen und großen Feuerchen, die auf einmal aufgemacht werden von einem Gegenüber. Du wolltest doch nur über dieses eine Thema sprechen. Doch es ist nun alles andere Thema als das. Das ist das Erste, das gelöscht wird. Und alle anderen Themen, die jetzt aufgemacht werden, ausschließlich von deinem Gegenüber, denn der Narzissmus, das falsche Selbst, erlaubt es nicht, wie bei diesem Magnet, sich genau darüber zu unterhalten, genau dazu Stellung zu nehmen. Du wirst aus diesem Gespräch nicht neutral rausgehen, du wirst aus diesem Gespräch nicht positiv erfüllt rausgehen, weil du nicht bekommen hast, was du wolltest. Du wirst negativ beladen rausgehen, denn du wirst mindestens hochgradig verwirrt aus diesem Gespräch rausgehen. Dich vielleicht noch klein, minderwertig und schmutzig fühlen, dir noch Vorwürfe machen, wie konnte ich ihm das eigentlich alles vorwerfen? Vielleicht lag es ja an mir. Du bekommst ein negatives Paket, das mit Steinen gefüllt ist. Und gemäß Narzisst hast du das jetzt zu tragen. Wir ziehen unser Fazit, Ladies and Gentlemen. So nachvollziehbar es ist, dass du dem Narzissten sagen möchtest, er ist Narzisst. Tu es nicht. Tu es kategorisch nicht. Du bekommst keine positiven Effekte daraus. Es bleibt nicht neutral. Und du gehst mindestens mit Verwirrung raus. Und es wird einer der grandiosesten Streitsituationen, die du jemals in deinem Leben hattest. Was bleibt dir also anderes übrig? So meine Empfehlung. Du hältst den Mund. Du sagst nichts dazu. Es ist in dieser Phase dieses Erwachens von elementarer und fundamentaler Bedeutung, dass du jegliches kleines Fünkchen an Energie, das jetzt wiederkommt, weil du erstmals die Welt siehst, wie sie ist, kanalisierst in Konstruktives. Es muss aus deiner Pflicht dir gegenüber, es muss dir reichen, dass du weißt,
du bekommst von deinem narzisstischen Gegenüber bei so einer Konfrontation, wenn du diese suchst, nichts als persönlichen Regress. Eine Rückführung, einen Rückschlag, der dich in deiner Befreiung, die gerade losgeht, nicht nur hindert, sondern ein paar Schritte zurückwirft. Feiere für dich deine Erkenntnis. Sei strategisch in dem, wie du vorgehst und kanalisiere deine nun wachsende Energie in deine persönliche Befreiung und deinen persönlichen Ausbruch. Meine Unterstützung dabei kannst du gerne haben. Ungeachtet dessen, behalte diese Information bitte für dich. Und sollte dich, als kleine Ergänzung, Narzisst oder Narzisstin konfrontieren mit: Du glaubst doch, ich sei Narzisst. Was sagst du dann? Dann sagst du nein. Dann lügst du. Denn die Wahrheit, ja, ich empfehle dir gerade zu lügen in so einem Fall. Warum empfehle ich dir das? Weil dein Aussprechen der Wahrheit, ja, ich glaube, du bist Narzisst, zu Folgendem führt. Die Wahrheit wird zur Waffe gegen dich gemacht. Das Ganze geht von vorne los, wie wir es hier gerade besprochen hatten, bei dem, was du dann eigentlich wirklich bekommst. Lächle die Person an und sag ihm: Denkst du, ich wäre mit dir zusammen, wenn du das wärst? Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt? Und wenn du dann ein paar Minuten für dich alleine hast danach, atme tief durch und sei dir dessen gewahr, dass durch deine Lüge sein Image oder ihr Image nicht gefährdet wurde. Das ist die größte Gefahr für das falsche Selbst. Der Durchblick durch die transparente, konstruierte Lügenhülle. Und währenddessen planst du deinen Weg raus. Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.